Trust only in the Force. Ach schön, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play zu Jedi Fallen Order. Ich glaube, es ist mittlerweile Teil 14 oder 15 dürften wir sein, keine Ahnung. Ich wollte heute eigentlich nur schneiden, aber irgendwie habe ich Bock und jetzt geht's nochmal in Sachen. Mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Wo waren wir stehen geblieben? Oh ja, genau, ich glaube, ich muss mich gleich wieder mit der zweiten Schwester anlegen und deswegen schauen wir jetzt mal, ob ich recht habe. Los geht's. Mann, oh Mann, ich habe die Hosen schon voll. Die ist nämlich nicht leicht. Ob ich gleich mit so einer stressigen Situation einsteige, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir werden sehen. Der Schnitt kann noch ein bisschen warten. Beziehungsweise den ersten Schnitt habe ich schon vorbereitet. Aber ich werde das rendern, nachdem ich hier ein bisschen was geschafft habe. So. Also erstmal ein Blick auf die Karte. Ja. Genau. Das hier sieht nämlich verflucht aus nach einem Platz, wo man kämpfen muss. Aber auf jeden Fall jede Menge neue grüne Türen. Ich habe ja letztes Mal auch die Fähigkeit bekommen, Sachen an mich ranzuziehen. Natürlich wieder auf so einer ungeschickten Taste. Könnten natürlich auch hier lang gehen, ne? Aber komme ich da nicht her? Mal schauen. Ja, hier bin ich hergekommen. Hier könnte ich wieder runter, aber das will ich ja nicht. Nein, nein, nein. Wir gehen da lang. Da ist ja auch unser Ziel. Das Ziel. Mit Beharrlichkeit und der Unterstützung der Macht. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich irgendwie auch ein schlechter Jedi, Padawan, Lehrlingsgehilfe und davon der Handlanger bin? Ja, Spinner. Niemand rettet mich, okay? Eigentlich hast du nur im Weg gestanden. Ich kann die ja auch hacken, ne? Verdammte Axt. Das wollte ich jetzt mal machen. Nee, warte. Vielleicht. Leicht? Ach Mann, wie kann ich denn? Ich kann doch nicht laden hier. Gameplay, nein. Ich habe Speicherslots, das weiß ich. Aber. Fang hier lieber nochmal an. Titelschirm. Titelschirm ist gut. Dann kann ich nämlich den letzten Speicherpunkt laden. Denke ich mir. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Slots speichern kann. Das ist echt... Nicht neue Reise. Nee, das gucke ich mir jetzt nicht an, das gucke ich mir im Nachgang an. Wer also weiß, wie man auf diese Speicherslots speichert, der möge mir das mitteilen in den Kommentaren. So, was ich jetzt nämlich machen möchte, ist versuchen, diesen
diese Drohne da umzuprogrammieren. Ich glaube, das hat doch BD1 gelernt letztes Mal. Schade. Hat sich nicht gelohnt. Naja, was soll's. Huch. Er hat einen von uns erledigt. Holen wir ihn uns. Gebt ihm keine Lücke. Habe ich keine Macht mehr? Okay. Ihr wollt euch prügeln? Nicht nachlassen! Naja, das war wieder nicht so prickelnd, ne? Aber gut. Ich brauche mehr Macht. Mehr Macht. Nochmal Machtangriff, du. So viel schon wieder weg. Das war besser so. Wieso hatte ich denn meine ganze Macht schon wieder verbraten? Ich kann also mit 3 dem die Kugel rausziehen. Bei den letzten konnte ich die durchschubsen. Und dem kann ich die nur noch vorne rausziehen. Ich hole die Eingeweide raus. Kleinen Moment. So. Jetzt nochmal. Ich ziehe die Drohnen ziehe ich erstmal ran. Da. Heide Witzka. Das ist schon wieder zu schlecht gewesen. Der Jedi! Er hat zu viel Angst! Geht und holt ihn euch! Wir schaffen das! Wie kann ich denn die Macht wieder aufladen? Wie ging das nochmal? Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine! Zurück, ich krieg das hin. Oh, schaffe ich das? Das war nicht gut. Ich kann ihn also nur ein bisschen bremsen. Wieso habe ich immer noch einen Punkt?
Wieso habe ich denn noch einen Punkt gehabt? BD1, du musst den scannen. Dann halt nicht. Sag mal, gucken wir mal, was die Karte sagt. Jo, die Karte sagt einfach weiter. Und gucken, was da kommt. Ein mächtiges Geäst. Oh ja. Hier war doch ein Punkt. Da muss ich ein wenig Ranke klettern. Hey, das habe ich doch aber schon gemacht. Moment. Das ist mir nicht geheuer. Jetzt kommt er wieder runter. Oder so. Also, soll ich da vielleicht hochklettern? Das ist doch jetzt grün, was soll denn das? Muss ich das ziehen? Aha. Nehme Verfolgung auf. So. Wo ist der? Das geht ja schnell. Hoppla am Boden. Gott schon. Wie sieht's aus mit meiner Macht? Und werde das auch weiterhin tun. Das verdient Respekt. Erledigt! Dranbleiben! Er ist so gut wie erledigt. Er kann nicht weit kommen. Bittet euch vor dem da. Fangt ihn! Gehalten. Nicht aufgepasst. Hatte ich schon so wenig. Oh ja, ich kann ja den Laserschwert auch noch wechseln. Warum mache ich das nicht? Bei dem harten Gegner war das einzelne besser. Ganz von vorne? Na gut, machen wir das. Man wird ja besser. Man lernt mit jedem Fehler Beharrlichkeit und die Unterstützung der Macht, Freunde. Oh nein, so viel Macht verbraten. Ich gehe nochmal zurück. Ich will die Macht aufladen. Die brauche ich nämlich gleich. Da kann ich mir solche blöden, stupiden Fehler nicht erlauben. Die Gegner sind eh alle wieder da. Oh, ich habe ja noch einen Fähigkeitenpunkt. Wer hätte das gedacht? Dann gehen wir da noch mal rein. Du, was habe ich hier denn Neues? Ein mächtiger Schub mit dem K.
Kerl Gegnergruppen durch die Luft schleudern und große Gegner zu Boden werfen kann. Au. Zusätzlich Leben, wenn er einen Stim-Behälter nimmt. Das ist auch gut. Maximales Leben erhöht. Okay. BD1 füllt deine Machtanzeige mit einem Stim-Behälter vollständig auf. Das ist natürlich geil. Maximales Leben ist natürlich auch geil. Aber ich glaube, den kann ich nicht. Genau, ich kann nur die leuchten. Vielleicht sollte ich auch einen Angriff nehmen. Sprintattacke benutze ich zu selten. F. Das habe ich schon die ganze Zeit versucht, aber den geht auch noch nicht. Ist das? Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Kerl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen. Was ist das? Ah, nee, machen wir den. Okay. Zack. Warten und zack. Okay. Das finde ich gut. Lass mal gucken. Scheiß Drohne. Ah, die ist jetzt ja weg. Nee, die habe ich ja. Die ist jetzt ja respawned, weil ich mich ausgeruht habe. Oh Mann, dafür, dass wir schon wieder eine Viertelstunde dabei sind, bin ich noch nicht weit gekommen. Alter! Das ist schon wieder scheiße. Achtung! Hallo! Lass ihn uns ordentlich verprügeln! Trefft ihn endlich! Da braucht jemand eine Pause. Wir lassen uns nicht in die Flucht schlagen. Feuer auf den Jedi! Vorrücken, los! Mach ich lieber so kalt. Oh nein. Aber auf jeden Fall habe ich wieder Macht. Oh, ich habe das Tor schon geöffnet. Das ist ja super. Ich glaube, ich kann ihn fangen. Wie sollen wir das hier gewinnen? Komm schon, auf ihn! Gehen wir zurück auf Patrouille. Entschuldigung, das war blöd. Aber ich benutze zu viel Macht. Ich brauche mehr Macht. Mehr Macht. So, was ich am Anfang zu wenig gemacht habe, mache ich jetzt zu viel. Zu viel Macht gemacht. Aber gemach. Beharrlichkeit und die Unterstützung der Macht. Mann. So, jetzt. Die mache ich jetzt so alle. Du Arschpenner.
So, geht doch auch. Und jetzt schubse ich euch weg. Es ist der Jedi. Hoppa. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Greift ihn an, schnell! Mann! Und wenn dann die Zielerfassung drauf bleibt, das ist total hohl. Würdest du mir bitte helfen? Aber frag mich mal, wieso die drauf geht, wenn die da runterfallen. Das ist doch gar nicht so tief. Na komm. Das ist viel besser. Na toll. Das funktioniert irgendwie noch nicht mit dem Schwert. Wenn ich... Also, er sagte drücken, warten. Okay, 1, 2. Das geht nur mit dem einfachen Schwert. Das können die auch ruhig mal dazu schreiben, ne? Das war richtig gut. Ausnahmsweise. Kommt ihr zu Papa? Dann muss ich kommen. Erstklassige. Das ist ein Eindringling. Alles klar. Mach den Jedi fertig. Dranbleiben! Sind wohl nur noch du und ich übrig. Weglaufen ist ein Fehler. Das war gar nichts. Davon kommt noch mehr. Ich kriege dich. So ist schön. So, endlich. Einen Schritt weiter. Hier hoch oder darunter? Keine Ahnung. Links gibt es noch ein paar grüne Sachen. Schauen wir einfach mal nach. Das sieht nicht aus, als wenn ich da hochkommen würde. Das ist eher so zum Runterrutschen nachher. Das war zu kurz gesprungen. Oh. Ich werde dich aufhalten. Ein Opfer. Ach Scheiße, ein Echo. Damals wurde das als wertvoll angesehen.
Der Weise dieser Epoche verlangte wertvolle Opfergaben. Ich weiß nicht, ob er das verlangte oder ob die das einfach gemacht haben. Wo ist denn das Ding? Ah, hier. Na gut, da nehme ich aber lieber. Ups. Und ich Idiot renne da rein. Scheiße! Wo ist denn mein... Oh, ich brauche einen Speicherpunkt. Oh Gott, wenn jetzt die zweite Schwester kommt, dann bin ich im Arsch. Die scheint nicht mehr so in Ordnung. Hier gibt's noch was zu tun. Er gehört dir. Ich lasse nicht zu, dass du gewinnst, Verräter. Brauchen Stim-BD1. Wo krieg ich den her? Was? Wo brennt's denn? Braucht die Dinger doch gar nicht. Oder? Nee, da war ich doch schon mal. Aber hier komme ich wieder hoch. Oh, ein Speicherpunkt, sehr schön. Ich muss regenerieren, das hilft nichts. Und man kriegt auch schneller neue Fähigkeitenpunkte. Das ist gut. So, komme ich, bin ich überhaupt richtig. Ich guck mir lieber noch mal das andere Ding an, ne? Ich will hier nicht sterben. Ziehen und Feuer! Du bist zu schnell. Leistet Unterstützungsfeuer! So, das andere Tor gucke ich mir auch noch an. Bevor ich wieder auf alten Faden wandle. Nee. Computer sagt nein. Also. Du bist ja auch wieder da. Tschüss. Das nehme ich mit. Huch. Mann, sei doch nicht so aggro. Na also, leider schon etwas
zu viel Energie verbraucht. Machen wir das? Können wir eigentlich ruhig. Auch wenn das nur ein halber Balken ist. Ah, guck mal, bald den nächsten Fähigkeitenpunkt. Wir können eigentlich nochmal runtergehen und den killen. Guck mal, der da hinten in der Ecke. Der wartet schon. Achtung! Dafür lassen wir dich bezahlen! Du wirst einen Fehler machen! Ich hab getroffen! Das gibt's doch nicht! Mach ihn kalt. Und komm wieder hierher. Kommst du? Hallo. Wenigstens hast du mich gesehen. Hilfe bitte! Lass mich ganz schön verprügeln. Ja, Mann. Na also, ein weiterer Fähigkeitenpunkt. Und den investiere ich irgendwie in neue Energie. Das wäre ein Glitch, ne? Ja, gut, man muss ja schon ein bisschen kämpfen, aber... So, wo hatte ich... Regeneriert zusätzliches Leben, oder... Nein, ich kann den gar nicht machen. Was ist das? Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Kelsen... Das hatte ich doch gerade. Was? Kann er eine Reihe von Angriffen abholen, die hohen Schaden verursachen? Oh, das ist ja auch gut. Sprintangriff. Wo war denn das noch mit den... Machtanzeige mit den Wäldern, oder? Ich glaube, ich mache das. Siehste? Ja, nette Kombo. Nein, ausruhen vergessen. Ausruhen, ausruhen, ausruhen. Sorry, BD1, ich brauche mehr Stims. So. Eigentlich ist das eine Stelle. Ich glaube, liebe Leute, an dieser Stelle mache ich jetzt mal Schluss und werde mir zwischenzeitlich mehr Machtpunkte holen an dem Tor, einfach mit dem dicken Bernie immer, den Platz zu machen. Und dann bin ich beim nächsten Mal voll damit und habe alle Fähigkeiten. Das wäre natürlich cool, ist ein Glitch, aber ey, manchmal nervt es mich echt. Deswegen mache ich das jetzt. Ich hoffe, der Teil war deswegen oder ist deswegen jetzt nicht zu langweilig, weil ich ja wirklich nicht viel geschafft habe. Aber morgen wird es dann besser, umso besser.
Und vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Ich würde sagen, ich mache das so und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Also, bis dahin.